Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und wir sind einer weniger. Ich habe jetzt die liebe Ronja auch einfach rausgeschmissen. Und jetzt warte ich halt, bis die anderen beiden vielleicht noch einmal in der Schule waren und hoffentlich eine 1 kriegen. Und dann geht das Babymachen weiter. Oder ich werde halt jetzt schon jemanden anrufen. Vielleicht sollten wir mal den Kenton Topkins nochmal einladen und hoffen, dass er vielleicht jetzt vielleicht fruchtbarer ist. Also ich, was heißt fruchtbarer? Also zeugungsfähiger ist. So, unser Kleiner kann jetzt sprechen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich komme gleich rüber. Super, wenigstens das funktioniert. Dann können wir ja mal die Post nehmen. Was geht hier? Eigentlich müsste ich den Garten pflegen, ne? Aber die Pflanze ist im Moment inaktiv. Ja. Weil das Wetter halt auch nicht weiß, was es will. Man könnte es ja mal aufs Klo gehen. Und du möchtest mit dem Kleinen spielen? Vielleicht könntest du ihm schon mal das Laufen anfangen beizubringen. Okay, gut. Also, Junge, es muss an dir liegen. Ne? Nicht an uns. Ich pack das hier mal aus der. Also. Ah ja, stimmt. Vielleicht sollten wir tatsächlich vorher mal fix aufs Klo gehen. Und dann gebe ich dir was Romantisches. Und dann geht's ab. Weh, du kratzt mir jetzt an meinen Möbeln schon wieder. Ja, ist vielleicht. So, dann knutschen wir den noch, damit er in Stimmung kommt. Techtelmechtel mit Kenton. Wir haben schon eigentlich zu viel mit dir gemacht. Aber du kriegst jetzt noch eine Chance. Es ist Gewitter, es muss jetzt funktionieren. Was ist jetzt schon wieder passiert? Wir müssen ja eigentlich mal gucken, dass Edna mit ihrem kleinen Harvey noch. Oder da kann man das jetzt nicht mehr. Wird der jetzt groß? Hm. So, da muss ich dabei sein, damit ich auch ja weiß, dass ich den dann auch rausschmeißen kann. Bist du wirklich zeugungsunfähig? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Also irgendwie willst du mir doch jetzt nicht weismachen, dass du einfach gar keine Kinder machen kannst. Das ist doch bescheuert. Spaghetti mit Gemüsesoße. Ach ja. Und was bist du für einer? Gruselige Dinge auf jeden Fall. Also ich werde mit dem doch nicht 100 Mal in die Kiste gehen und dann kann er nichts dingsen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, den müssen wir streichen. Bei dem funktioniert das irgendwie nicht. Oder sie hatte zu viel Hunger, aber eigentlich hat das ja mit dem anderen auch problemlos. Da hat sie ja auch irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Dann müssen wir halt mal gucken, dass wir mit dem Richie was anfangen. Haben wir noch andere vielleicht in der Liste? Den hatten wir doch schon. Den. Daryl. Den hatten wir auch noch nicht. Den hatten wir. Ricardo Brissheim. Ah ja, der steht auch auf meiner Liste. Den sollten wir dann vielleicht auch mal. Wieso mögen wir den nicht? Dann müssen wir halt mal gucken, dass wir den anderen anrufen. Wir haben ja ihm extra versprochen, wenn nichts dazwischen kommt, melden wir uns dann, wenn wir nicht schwanger sind. So, ich denke mal, das reicht jetzt erstmal mit der Vorarbeit. Weil ich will dem Kind ja selber den Rest beibringen. Uiuiui, du müsstest mal aufs Klo. Gut, der ist wenigstens dabei. Dann duschen wir uns schnell noch. Wieso schläfst du denn, wenn du Hunger hast? Ach Mann. Dann muss ich mal gucken, dass die anderen Kinder hier dann ins Bett kommen. So, das mache ich dann am besten jetzt dann. Du hattest eigentlich Hunger gehabt. Du gehst dann schlafen, denke ich. Du bist ja noch wach genug. Das heißt, so, und hier ist auf jeden Fall unser hoffentlich bei dem, dass das sofort klappt. Bitte. Geht's vielleicht? Wohin gehst du? Und warum gehst du nicht hinterher, du Blöde?
Das geht dich hier eigentlich nichts an. Sag mal, du sollst dem Kind was zu essen geben. Ist das bei dir nicht angekommen? Können wir eigentlich zum Wesentlichen weitergehen? Du hast jetzt nicht ab, Junge. Wir müssen ein Baby machen. Oh Mann! Ja, du musst sauber machen, aber später. So, ab dafür. Meine Güte, wird's jetzt mal. Oh ne, hier zwei Treppen oder was? Jetzt bin ich mal gespannt, ob du da was Besseres drauf hast. Siehste mal, es läuft doch. Ich weiß nicht, was der andere hat. So. Zur Zeit. Nein. Du bleibst schön draußen. Bugtooth Butternut benennen, okay. Oh Gott, was ist denn hier? Ist das die Invasion der Zwerge? Warte mal. Ich habe ja auch noch einen im Inventar. Ich verkaufe die, glaube ich, mal. Weil ich weiß nicht, ich finde die gruselig. Zu Recht, ne? Der andere weiß auch nicht. Der hat wohl keinen Bock, Kinder zu kriegen. Auf jeden Fall sind wir doch dann wieder schwanger. So, dann kannst du gerne mit Paul kuscheln. Verliebt umarmt. Der Zug ist jetzt abgefahren, meine Liebe. Mit dem brauchen wir jetzt nichts mehr. Das heißt, den müsste ich mir mal aufschreiben, ne? Richie Randon. Mich wundert es, dass ich den nicht in der Liste drin habe. Noch nicht mal als, zwar aufgeschrieben, aber noch keine Kinder mit dem.
Das wird sicherlich auch nur ein Kind geben, außer vielleicht, dass vorher noch Kinder ausziehen können. Aber wir müssen die aber auch endlich mal in die Schule gehen, ne? Ah, du bist schon wach. Das ist aber schön. Wie wär's, wenn du nicht vorher dich mal aufs Klo setzt und mal duschen gehst? Spaghetti mit Gemüsesoße, genau. Oh, wir haben ja nichts mehr. Entschuldigung, dass ich dich störe, aber die Kinder haben nichts zu essen. Kann ja wohl nicht sein. Es ist zwar auch ein bisschen spät, der wird wahrscheinlich dann in der Zwischenzeit auch was anderes essen. Aber was, sonst verhungert der ja. Weil ich glaube nicht, dass es wirklich richtig Spaß macht. Spaghetti am Morgen zu essen. Was können wir denn als Nachspeise? Kürbiskuchen, okay. Es wird halt noch ein bisschen dauern. Nein. Du bist auch schon wach? Oder wer ist wach? Du bist wach. Dann zieh dich doch mal an. Zusammen übernachten? Aber eine super lustige Übernachtung mit einem Freund. Okay. Du kannst einfach nicht abwarten, ne? Wenn die sich mal beeilen würde, dann kannst du dich mal hier durchsetzen. Also. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen. Du kannst noch ein bisschen schlafen. Pfannkuchen gehen immer. Na? So, dann kannst du als nächstes. Ne? Damit du dann auch noch was zu essen kriegst. Und du kannst auch erstmal, von mir aus kannst du ja duschen gehen. Und du könntest dem kleinen Mann die Windeln wechseln. Du musst noch ein bisschen schlafen.
Wie viele Stücke sind da noch da? Keine Ahnung. Ja, ist ja gut. So, Reste wegstellen und das kannst du dann aufräumen. Kannst du denn irgendwas anderes? Nö. Nein. Du nicht. Du wirst keine Sprengfallen installieren. Muss denn irgendwas sauber gemacht werden? Kannst du es einfach nicht lassen, ne? Dann guck doch Fernsehen. Ah, die ist schlecht, okay. Aber damit haben wir ja gerechnet. So, ansonsten geht's euch jetzt allen gut und ihr seid... Wieso hast du denn noch nichts gegessen, Junge? Kann man nur so lahmarschig sein? Ich dachte, jetzt könnte ich sagen, wir sind alle soweit fertig. Und was ist? Nix. Einer. Dann stopf dir das mal rein. Wenigstens füllt das schnell den Hunger auf. So, du kannst ja das Kuchenstück fertig essen. Ah, dann müsst ihr jetzt halt alle mal durch. So, wo ist denn der kleine Mann? Der guckt Fernsehen. Das ist den Wetterbericht. So, das heißt, wir könnten dir eigentlich auch das Laufen weiter beibringen. Sollte ja eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Sehr gut. Na, Spiel. Ja, damit du nicht gleich durchdrehst. Da musst du noch ein bisschen was machen, ha? Auf jeden Fall darf unser John auch heute altern. Das heißt, dass wir wieder zwei Geburtstage haben noch. Und dass wir dann auch John ausziehen lassen werden. Und wenn es halt keine Zwillinge werden, dann werden es halt keine Zwillinge. Ist zwar schade, aber... Hm.
Lesen für die, ja, genau. Kannst du gerne machen nach der Schule. So, das heißt, du bist fertig, ne? Das heißt, wir könnten auch direkt eine Torte besorgen. Und es ist wieder mal Gewitter. Vielleicht kriegt er auch noch die Eins, ich weiß es nicht. Ja, das dann gleich gut wird, keine Ahnung. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass der Finn dann auch direkt mitaltern darf. Ja, ich weiß, dir ist schlecht. Höchstleistung vollbracht hast, darfst du dir ein Merkmal aussuchen. Athletisch, hatten wir aber doch schon. Wahnsinnig. Wahnsinnige Sims legen ein eigenartiges Verhalten an den Tag. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und kleiden sich völlig. Oh Gott. Ja, das ist doch. Dann haben wir doch mal so einen Verrückten in der Family, ne? Dann brauche ich mir, glaube ich, da keine Mühe geben. Ein wissenschaftliches Projekt. Fange einen Fisch und bringe ihn zum wissenschaftlichen. Ja, das können wir machen. Sehen immer alle so traurig aus. Und es regnet mal wieder. Du musst brechen oder nur säubern? Ah, ausnahmsweise mal nur säubern, ne? Kannst du denn schon Hausaufgaben machen? Begib dich nach Frankreich. Nein, wir begeben uns nicht nach Frankreich. Wir haben keine Zeit für Frankreich. So, wir sehen. Oh, es könnte knapp werden, ne? Hätte der den einen Tag nicht ge. Ach Gott, wie süß. Einfach so geil. Wie lange geht denn die Schule? Bis 14 Uhr. Hunger hättest du eigentlich auch? Oh Gott, die kommen tatsächlich in meine Bude rein. Das ist so echt nicht mehr schön. Ich habe mich erschrocken. Ist das auch schon einer? Ach oh, cool, was ist das denn? Bartnelke. Können wir ja mal pflücken. Der hat einen interessanten Malstil. Ja, ich weiß, du. Sehr gut. Cool. Das heißt, wir müssen zwei Torten besorgen. Das werde ich auch gleich machen. Dann können schon zwei Teenager, also Erwachsene, dann das Haus verlassen. Wieder.
Aber, meine Lieben, das werde ich in der nächsten Folge machen. Und ja, wir sehen uns dann dort. Und bis dahin, tschüss.